Hey ihr Lieben, ich drehe gerade in der Pampa eine neue Serie und zwar Das Internat und wollte euch mal so ein bisschen zeigen und das ist so angehalten. Scheiße, jetzt bin ich wieder da. Eben hat es nicht funktioniert und hier sind ganz lauter, ich drehe mit lauter Influencern, ganz junge Leute, die total verrückt sind. Das macht irre Spaß und guck mal, das hier, ich wollte dich jetzt nicht hochschrecken, das sind unsere Styling-Perlen, die haben hier alles unter Kontrolle. Hier, das sind die ganzen Klamotten. Und es macht total Spaß. Und hier sind meine süßen Mäuse. Ich bin die Rektorin, Frau Susanne Meier-Stäblein. So, und da sind meine ganzen Schüler. Und ja, das sind die verrückten Klamotten. Guck hier. Hier riecht es ein bisschen halt wie in der Umkleide. Total witzig. So, kommt mal her. Und man denkt ja immer, ne, wir haben alle so krasse Garderoben oder irgendwelche Wohnwagen, wo wir sind. Ja, aber hallo, jetzt geht's weiter. Halleluja. Also, ich habe mir eine eigene, sehr luxuriöse Garderobe zugelegt. Schaut hier, nämlich das oberste Damen-WC. Darf ich bitten? Guck. Ta-ta-ta-ta. So sieht's bei mir in der Garderobe aus. So. Ne, hier schön die Schminksachen aufgebaut. Yay. Und ja, und jetzt geht's gleich weiter. Weil wir drehen meistens, bevor jetzt jemand schreit. Ich sage euch, warum das immer anhält. Weil da unten sind ungefähr 10 Teenager, die die ganze Zeit posten, YouTuber, TikToker und so weiter. Es ist eine so verrückte Nummer, aber macht tierisch Spaß. Und jetzt geht es gleich weiter. Wir hängen natürlich schon wieder die Stunde. Wir drehen immer so bis naja, 12 Uhr nachts mindestens. Und natürlich, ach, guck mal, jetzt muss ich hier. Und das, ich bin ja ganz glücklich, weil Frau Susanne Meier-Stäblein, ups, trägt selbstverständlich Lesebrille. Jetzt sehe ich auch, was ihr schreibt. Hallo! Ja, mit diesem Gedöns geht es nicht hinter die Ohren. So, das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen. Ich darf euch nicht zeigen, wo wir eigentlich jetzt direkt drehen, denn sonst würden hier 1000 Teenager aufschlagen. Es ist völlig verrückt. Und ja. Jetzt, hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ja, jetzt macht die Mutti sich mal wieder schick zurecht, damit sie nicht glänzt. Und dann geht es jetzt gleich weiter bis spät in die Nacht. Aber wie gesagt, das hier ist meine ganz private Garderobe. Aber natürlich darf jeder vom Team hier noch weiter Pipi machen. So ist es ja nicht. Nebendran ist natürlich auch noch das Herren-WC. Aber bei uns ist das alles eins. Und wenn ihr euch wundert, dass ich hier ohne Maske rumlaufe, wir sind alle, das möchte ich mal betonen, dreifach getestet, bevor wir überhaupt hierher kommen durften. Sonst geht nämlich gar nichts. Ah ja, das ist unser Vorschnitt. Auch lustig. Guck mal hier, Vorschnitt. Der Arme sitzt den ganzen Tag da und sichtet und sichtet. Also der braucht danach der Produktion auch eine Brille. So, und meinst du mich mit Drag Queen? Geil. ein Outfit, ja, das kann ich. Ah, jetzt bin ich wieder da. Also ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Jetzt halt sowas. Und dann habe ich noch einen schicken adretten weißen Blazer drüber. Und dazu natürlich hohe Schuhe. Aber jetzt im Moment, sorry, was Bequemes. Wir hatten gerade sozusagen Mittagessen, weil wir ja bis spät in die Nacht drehen. So, das war's auch schon. Ich will gar nicht so lange quatschen. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Die Frau Kraus macht jetzt in Teenie-Serien und spielt die Strenge. Nein, eigentlich eine ziemlich coole Rektorin. Direktorin im Internat. Tschüss. Schönen Sonntag.